Vorgestellt werden verschiedene Ionisationsmessröhren. Mit einer Ionisationsmessröhre kann ich die Qualität eines Vakuums bestimmen. Es gibt zwei prinzipielle Aufbauten. Alle Varianten funktionieren ähnlich wie eine Triode. Die Röhre selbst wird direkt an die Probe angeschlossen. Hier zum Beispiel über einen Metallstutzen. Das ist eine Röhre von Varian. Und zwar, sie ähnelt einer Triode. Allerdings mit einem kleinen Unterschied. Unten im Bild ist jetzt die Kathode zu sehen. Die Wendel in der Mitte ist das Steuergitter und die Anode ist der feine Draht in der Mitte. Ich versuche mal einen Zoom rein. Die Kathode ist jetzt oben im Bild, der weiße Faden. Und die Anode ist ungefähr mittig. Ist etwas schwer zu erkennen. Das Prinzip dieser Röhren ist dasselbe wie beim Röhrenprüfgerät, die Vakuumprüfung. Und zwar in einem idealen Vakuum habe ich keinen Einfluss auf das Steuergitter durch eine Ionisation, also sprich ein Gas. Ich kann somit die Qualität des Vakuums bestimmen. Ich sorge dafür, dass auf der Anode ein konstanter Strom anliegt und das Steuergitter auf einer konstanten festen Spannung liegt. Meistens eine negative Spannung. Wenn jetzt eine Ionisation in der Röhre stattfindet durch ein vorhandenes Gas, dann ändert sich die Spannung des Gitters, weil ein Strom durch das Gitter fließt und somit Spannungsabfall herrscht. Dieser Spannungsabfall macht sich dann an der Änderung des Anodenstroms bemerkbar. Somit ist es möglich, eine Röhre einzusetzen als Prüfer, als Prüfmöglichkeit für das Vakuum. Das ist jetzt ein bisschen blöd formuliert, aber das ist live. Das ist eine ähnliche Röhre, produziert in der DDR. Funktioniert nach demselben Prinzip. Und zwar produziert in der 26. Woche 1971. Ich versuche mal reinzuzoomen. Auch hier ist die Kathode außerhalb. Das ist jetzt der feine Faden unten im Bild. In der Mitte sieht man das Steuergitter. Und in der Mitte des Steuergitters ist die Anode. Die Kathode gibt es auf beiden Seiten. Sie wird von einer Feder gehalten, dass die Kathode immer gestrafft ist. Es gibt auch einen anderen Aufbau für Ionisationsmessröhren, wie dieser amerikanische Typ zeigt. Dieser hat ebenfalls einen Zylinder, um an die Probe angeschlossen zu werden. Und zwar diese Ionisationsmessröhre ist als klassische Triode ausgelegt. Also zu sehen ist jetzt hier die Kathode in der Mitte. Das Steuergitter ist ebenfalls als Schleife ausgelegt. Und die Anode ist außen das Blech. Das ist jetzt der konventionelle Aufbau einer Triode.
Und das ist auch genau das Prinzip, das benutzt wird im Röhrenprüfgerät, um die Qualität des Vakuums einer Röhre zu testen. Jetzt gibt es wieder den fliegenden Wechsel der Kamera, ohne die Kamera versehentlich auszuschalten. Ich habe hier eine 6L6. Die Spannungen sind schon richtig eingestellt. Es dauert jetzt ein paar Sekunden, bis die Röhre geheizt ist. Der Neuberger pumpt, es fließt Strom. Es soll 72 mA fließen. Das Messgerät ist auf 120 mA eingestellt, Messbereich. Und es fließt knapp 36, also das heißt, multipliziert mit 2 ungefähr 72 Milliampere, also die Röhre ist im Sollbetrieb. Wenn ich jetzt die Vakuumprüfung betätige, wird in das Steuergitter ein hochohmiger Widerstand eingeschliffen. Man sieht, dass sich der Anodenstrom geringfügig ändert, nämlich ungefähr 2 Milliampere. Damit ist das Vakuum in der Röhre noch relativ gut. Wieso ändert sich der Anodenstrom? In dem Moment, wo ein Widerstand innerhalb des Gitters ist, gibt es einen Spannungsabfall. Durch die Ionisation fließt ein geringer Strom und er sorgt für einen Spannungsabfall am Gitter. Und ein Spannungsänderung am Gitter bedeutet auch, dass ein größerer Anodenstrom sich ändert. Somit ist es möglich zu detektieren, ob in der Röhre ein gutes Vakuum herrscht. Von den Herstellern selbst gibt es keine Definition, wie viel welche Änderung was bedeutet. Das wird so ein bisschen Pi mal Daumen bestimmt. In der Regel sagt man in der Praxis, solange sich die Anzeige nur geringfügig ändert, wie hier zum Beispiel, ist die Röhre noch okay vom Vakuum. Sollte das Vakuum sehr schlecht sein, würde jetzt ein sehr großer Ausschlag erfolgen.